Am Wochenende war nicht genug Geld in der Kasse, um die Corona-Gang richtig ans Arbeiten zu bringen. Naja, das passiert jetzt öfters mal. Die extremen Härtefälle im Armenviertel wurden versorgt, so gut es ging. Dafür reicht es ja meistens. Der Rest ging leider leer aus. Die Corona-Gang hatte am Samstag eine traurige Nachricht zu verarbeiten. Und am Sonntag mal wieder einen Gang zum Friedhof. Motorradunfälle sind in Phuket eine der häufigsten Todesursachen. Vor 3 Monaten hat es dann den Ehemann von Leck erwischt. Leck ist eine Coronera aus der Eiercrew und sie steht bei der Ausgabe meist mit an der vordersten Front. Lecks Mann hatte vor 3 Monaten einen Unfall mit dem Moped. Dabei erlitt er eine schwere Schädelverletzung, von der er sich nicht mehr erholte. Und in den vergangenen Tagen starb er dann. Leck arbeitete vor Corona in einem Hotel, verlor während der Pandemie aber ihre Arbeit. Sie hat einen 16-jährigen behinderten Sohn, den sie pflegt, und jetzt hat sie noch ihren Mann verloren. Trotzdem wird sie am kommenden Wochenende wieder an der Essensausgabe stehen. Hut ab, Leck, und fühle dich umarmt von deinen Coroneros. Wir können dir den Schmerz nicht nehmen, aber wir teilen ihn mit dir. Und wir stehen zu dir in guten wie in schlechten Zeiten. Euch in Europa wünschen wir weniger Waldbrände, weniger Überschwemmungen, weniger Idioten, die Krieg spielen und weniger aggressive Viren, die außer Kontrolle geraten, egal ob sie Corona, Affenpocken oder Putin heißen. Liebe Grüße, eure Corona-Gang.